Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Und wir wollen heute mal Space Invaders anzocken. Wir werden beide hier in dem Video anzocken. Forever und Aquanoid with Space Invader. Aber wir fangen mit dem typischen Space Invader erstmal an. Und ihr seht, ich spiele es auf der Switch. Wir machen jetzt auch mal angezockt auf der Switch. Das gibt es aber auch, soweit ich weiß, den Space Invader, glaube ich, eventuell. War mir so im Gedächtnis, dass es das wohl auch für die PlayStation nehmen soll. Aber sowas habe ich lieber auf der Switch. Die Switch ist nämlich meine Kack-Konsole. Also, nicht weil sie kacke ist. Nee, weil ich sie mit, weil sie, kann ich den Bildschirm abnehmen und dann kann ich sie mit auf Klo nehmen. Wenn die Sitzung länger dauert. Laut, oder? Tasten verdreht. Hier gibt es aber auch keine Einstellung irgendwie. Ich denke mal, das ist ein bisschen laut. So, ich mache mal das Spiel hier im Aufnahmeprogramm ein bisschen leiser. Ich habe nämlich meine Tastenbelegung bei der Switch die verändert. Also die X- und die Kreistaste sind bei mir umgedreht. Weil ich mit zurückgehen, also mit Bestätigen, mit Kreis nicht klarkomme. Ich mache das immer Bestätigen auf X. Deswegen, aber hier wird halt die Originalsiedlung drüber noch angezeigt. Deswegen komme ich da manchmal ein bisschen durcheinander. Ihr wundert euch, ja, ich nehme meinen X und meinen PlayStation-Controller für die Switch. Da gibt es halt so einen Dongle. So. Und wir nehmen einfach mal jetzt das und sagen. Das ist der typische Space Invaders, oder? Ach, wir machen einfach, fangen oben an. Wir fangen oben an. Und zocken einfach von oben nach unten an. Ach, hier haben wir Optionen. Wesentlich, wesentlich angenehmer. Das können wir hier auch wieder höher machen. Ach. Wir haben auch die E drin, ja, okay. Wir machen einfach mal Arcade-Modus. Also euer Bildschirm ist nicht kaputt, das sieht so verpixelt aus. Das ist, sieht bei mir genauso aus. Stage 1A. Raid up. Oh shit, die Wellenlinie darf ich nicht. Raid up. Raid up. Thank you.
straight up. Straight up. Straight up. Straight up. Straight up. Oh shit. Straight up. Straight up. Straight up. Round start. Gott, ist das viel. Round failed. Raid up. Roulette. Raid up. Raid up. Raid up. Raid up. Raid up. Level up. Ein bisschen Quietschbunt. Round start. Round completed. 3, 2, 1, fever. Jackpot. Good. Also da darfst du Jackpot. Nicht Epileptiker sein. Jackpot. Das sah klassisch aus, aber das ist mir jetzt ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Raid up. Mit den ganzen Effekten. Warning. Boss-Attacke, okay. Ups. Stage cleared. Stage result. Also ich finde die Menüführung von der Switch immer noch sehr gewöhnungsbedürftig. Stage 2A. Stage result. Total result. Space Invaders Extreme.
Achso, ist der gleiche bei freies Spiel. Stage 1A. Stage Result. Ah, jetzt habe ich wieder bestätigen gemacht. Stage 1A. Stage Result. Space Invaders Extreme. Das an. Bin ich aber auch wieder ziemlich laut. Erstmal wieder leiser. Was ist denn für mehrere? Kann man so ja an der Konsole mit mehreren spielen? Okay. Also das ist ein klassisches Space Invader. So scanne ich das. Aber ich finde es trotzdem sehr laut. Ich treffe gar nichts. Die werden immer größer. Also so kenne ich das nicht. Bisschen sehr bunt.
Hat man hier auch nicht mal andere Waffen? Ich habe keine Ahnung. Okay, also das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, aber das andere, also der erste Modus, ich weiß nicht, der war mir zu hektisch. Also, was? Das ist jetzt wohl der klassische Modus. Problem ist, dann können wir den so nicht spielen. Also ich kann den so nicht aufnehmen. Die Grafik, so was wir jetzt gucken können, sieht schon gut aus. Ist wieder mal so laut. Ist das generell so, dass es so laut sein muss? Also geht doch nicht mit Controller. Gut, dann können wir das. Kann man das hier nicht irgendwie? Ja, dann machen wir das nochmal. Weil das hat so keinen Sinn. Das ist ja Quatsch. Das können wir ja nicht machen. Aber das hat mir schon eher gefallen. Also das würde ich dann halt so hochkante Tablet nehmen, also das Bildschirm von der Switch und dann so spielen. Also das hat mir schon eher gefallen. Aber hier nochmal gucken, vielleicht habe ich ja hier auch noch irgendwie einen Modus übersehen. Wir machen den obersten Modus normal, dass es da vielleicht was anderes gibt. Space Invaders Extreme.
So, wir haben hier freies Spiel. Wir nehmen einfach mal freies Spiel. Und machen wir das jetzt nochmal. Stage 1A. Also so von der Grafik her finde ich es echt nicht schlecht. Aber... Aber das mit den ganzen Effekten drumherum. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen quietschbunt alles. Also ich finde es ein bisschen, also die ganzen Effekte finde ich zu viel. Der Ton ist auch von der Dauer ein bisschen nervig. Und dann überall bling 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 bling, wait up, wait up, wait up und... Round failed. Rate up. Rate up. Rate up. Warning. Oops. Hoppala. Jetzt nur auf diese Steine achtet.
Mist. Mist. Stage 1A. So, jetzt sehen wir mal raus. Also so an sich ja nicht mal so schlecht. Also das, was ich jetzt normal gespielt habe, den Modus finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber es ist mir halt zu quietschbunt. Die Geräusche sind nervig und die ganzen Ding und dann dieses Aufploppen. Also wenn du direkt davor sitzt, so wie ich jetzt vom Monitor, ist das echt nervig. Das ist wirklich nervig. Da hat mir dann halt die Optik davon, also und das zweite, was sie da haben, wo du alleine spielst, das ist, naja. Und hier, das hat mir besser gefallen. Aber halt leider konnte ich jetzt nicht aufnehmen, zeigen, weil, ja, habt ihr ja gesehen. Damit, dann dreht sich das Tablet, also dann muss man im Tablet-Modus nutzen. Leider. So, das soll es jetzt soweit zum Anzocken auch gewesen sein. Wir haben, das ist ja schon wieder eine halbe Stunde fast her. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wie ein Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Ahoi, sagt euer Odin.